zusammen. Wir kommen zum Koordinationsteil diese Woche. Dafür brauchen wir erstmal natürlich unseren Ball und wir brauchen drei Leinmarker oder irgendwas ähnliches, irgendwelche zusammengerollten Handtücher, irgendwelche langen Tennissocken, was ihr da findet. Und wir verbinden diese Koordination natürlich diese Woche mit der Übung von gestern, das heißt mit unserer Dropkick-Annahme, die wir gemacht haben. Wir fangen dafür auf einer Seite an, haben den Ball hier vor uns in beiden Händen und gehen immer mit drei Kontakten durch unsere Koordinationsleiter, die wir uns hingelegt haben, durch. Das pro Feld machen wir mal 1, 2, 3 Kontakte. 2, 3. Kommen dann hier vorne an, drehen uns, nehmen den Ball mit der Dropkick-Annahme einmal nach vorne mit. Das heißt, wir machen hier nach vorne, machen eine Sohlenwende zurück, stoppen den Ball, nehmen den Ball wieder in die Hand und machen das gleich jetzt auf dem Rückweg auch. Ball in beide Hände, 3 Kontakte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vorne ankommen und jetzt machen wir hier die Dropkick-Annahme, ganz wichtig mit dem anderen Fuß. Das heißt, pro Seite machen wir die Annahme mit dem äußeren Fuß. Jetzt hier mit dem anderen Fuß nach vorne, so und wende zurück, stopp meinen Ball. Dann habe ich eine Runde geschafft und kann wieder von vorne anfangen. Ich zeige es euch nochmal ein bisschen schneller. Hier wieder durch, 3 Kontakte, Ball in beide Hände. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Komm vorne an, hopp, Dropkick-Annahme nach vorne, so und wende Ball hoch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wieder vorne ankommen. Dropkick nach vorne. Sohlenwende. Und wieder zurück. Wieder vorne drehen. Hopp, Annahme nach vorne. Sohlenwende stoppen. Und auch hier wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kommt vorne an. Hopp, Annahme nach vorne. Sohlenwende. Stoppen. So, die ganze Übung will ich 4x4 Runden machen. Zwischen den Runden immer eine kurze Pause machen, werden den Runden Gas geben und dann wünschen wir euch viel Spaß. So, wir haben eine kleine Variante für euch. Und zwar machen wir jetzt das gleiche mit dem seitlichen Dropkick und wir verändern ein bisschen, was wir in der Koordinationsübung machen. Ich zeige es euch wieder einmal. Wir fangen hier vorne an, haben den Ball immer noch in beiden Händen und fangen im ersten Feld wieder mit drei Kontakten an. Das heißt, wir machen 1, 2, 3. Und jetzt in dem mittleren Feld von den drei machen wir immer nur zwei Kontakte. Das heißt, wir machen hier 1, 2. Gleich wieder 1, 2, 3. Und dann sind wir durch. Anstatt dass wir uns jetzt gleich drehen und hier den frontalen Dropkick machen, werden wir so stehen und machen den seitlichen Dropkick. Das heißt, wir nehmen unsere Innenseite über den Ball und drehen uns bei der Ballannahme. Das heißt, wir nehmen den Ball hoch, hopp, drehen uns bei der Ballannahme und machen jetzt eine Schussfinte. Immer mit dem gleichen Fuß, mit dem wir auch die Dropkick-Annahme gemacht haben. Das heißt, ich habe sie hier mit links gemacht, deswegen habe ich die Schussfinte auch mit dem linken Fuß gemacht. Dann sind wir wieder auf unserem Rückweg, haben auch hier wieder erst 1, 2, 3, dann 2 Kontakte. Dann wieder 3 Kontakte, auch hier bleiben wir stehen, schauen erst die Wand an, drehen uns bei der Dropkick-Annahme und machen jetzt die Schussfinte auch hier mit dem rechten Fuß, wenn wir die Dropkick-Annahme mit rechts machen. So, ich zeige es euch nochmal ein bisschen schneller. Hier vorne anfangen, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, bleiben wir stehen, hopp, Dropkick-Annahme seitlich, linker Fuß macht die Schussfinte, gehen wieder zurück und nehmen den Ball hoch und wieder zurück, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Auch hier, hopp, Dropkick-Annahme, lieber nichts. Die machen wir nochmal. Dropkick-Annahme seitlich, Schussfinte, rechter Fuß. Und kommen wir vorne an. Die Übung will ich genauso wie die davor 4x4 Runden machen. Während den Runden immer Gas geben, zwischendrin kurze Pause machen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß.